Wir berichten ja immer wieder in loser Folge über besonders innovative Firmen in Schleswig-Holstein. Und da geht es heute um die Firma Scheer. Das Unternehmen aus Würden im Kreis Dithmarschen hat nicht etwas ganz Großes auf den Markt gebracht, sondern etwas ganz Kleines, eine Mini-Ölheizung. Mit der ist das Unternehmen mit 25 Mitarbeitern auf dem Weltmarkt führend. Das Geheimnis von Scheer steckt hinter dieser blauen Ölflamme. Die Firma aus Würden im Kreis Dithmarschen hat etwas geschaffen, das keiner der Großen am Heizungsmarkt kann. Scheer hat die kleinste Ölheizung der Welt entwickelt. Also erstmal ist das Interessante, dass wir kleinste Leistung fahren können, auch für den Hausbereich. Man sieht ganz deutlich, dass der Kesselkörper an sich in Verbindung mit dem Brenner sehr, sehr wenig Wohnraum beansprucht. Dieser leistet ungefähr 7 kW. Hier hat die Firma Scheer ihre Marktnische entdeckt. Auf Yachten wie diesen wird die Mini-Ölheizung seit 5 Monaten eingebaut. Seitdem haben sich die Verkaufszahlen verachtfacht. Viele Yachtbesitzer stehen auf Hightech Made in Germany, denn damit brauchen sie keinen Strom im Hafen. Außerdem spart der kleine Kessel Platz und er ist emissionsarm. Eine Neuheit auf dem Weltmarkt und das von einer Firma, die 2003 pleite war. Das über 50 Jahre alte Traditionsunternehmen wurde durch einen Investor gerettet. Dann begann die Arbeit an den kleinen Brennergrößen. Nach dem Erfolg bei den Yachten hofft Scheer auch auf den großen Durchbruch im Wohnungsbereich. In 2 Wochen ist es soweit, die kleine Ölheizung wird auch für die ersten Häuser ausgeliefert. Die Häuser werden immer energieeffizienter, das heißt, sie haben eine sehr gute Wärmedämmung. Sie arbeiten sehr viel mit regenerativen Energien, wie zum Beispiel Solaranlagen auf dem Dach. Das heißt, sie brauchen eigentlich nur eine Heizung, die zusätzlich unterstützt. Das heißt, wenn die Sonne nicht scheint oder wenn eben wirklich ein starker Winter da ist. Nur ganz wenige Firmen in Schleswig-Holstein engagieren sich auch im Forschungsbereich. Gemeinsam mit Studenten und dem Professor für Materialkunde an der Fachhochschule Kiel arbeitet Scheer an der Zukunft der Ölheizung, hier an der Beschichtung von Flammrohren. Die Nanopartikel sollen gut und dicht auf dem Rohr sitzen. Das Ganze ist für Hitzeschutz. Es ist super spannend. Es ist wirklich super spannend. Es ist Chemie und es macht mir sehr viel Spaß schon immer.